Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge You Discover Unboxing mit der Studio Albums Vinyl Collection von den Rolling Stones. Darin enthalten sind 15 Studioalben. Es ist nicht wirklich die Complete Collection, die frühen Alben fehlen leider. Es geht los bei Sticky Fingers 71. Das Ganze auf 180 Gramm Vinyl, neu remastered im Half-Speed-Verfahren in Abbey Road Studios geschnitten, von den Originalbändern gezogen, durchnummeriert mit Originalrepliken der jeweiligen Cover und noch Download-Codes, um sich das alles auch noch runterzuladen. Ja, mehr brauche ich nicht sagen, das packen wir mal zusammen aus. Außen drauf ist die Stones-Zunge in so einer 3D-Wackelbild-Optik. Das Ganze auf Hochglanz. Auf der Seite so, ich hoffe, man kann es sehen, so ein bisschen im Warhol-Style, die Zungen im jeweiligen in zig Farben. Holy shit. Und in dem Schuber, in voller Pracht, so sieht das aus. So sieht das Schaffen der Stones von 71 bis heute aus. Sau schön. Der Schuber, in dem diese ganzen LPs stecken, ist auch nochmal schön geshaped. In der Box geht's los mit einem Menü quasi. All der Alben. Auf dieser Karte ist dann auch die Nummerierung, dass man das nicht blöd auf der Schallplatte hat. Dazu dann noch alle möglichen Hintergrundinformationen. Klar, die Bandmitglieder. Ein bisschen was an Informationen zu dem Mastering-Verfahren, wie es gemacht wurde, wo es gemacht wurde, wer alles beteiligt war bei diesem Mammutprojekt. Die Alben, ich sagte es schon mal, hier geht's los mit Sticky Fingers. Das ist natürlich mit dem Original Reißverschluss-Cover. Ihr könnt es euch vorstellen, ich löse jetzt hier mal das Plastik nicht ab. Exile on Main Street. Ich mach mal gerade auf, ob da dann auch alles drin ist, was sich der Fan erhofft. Jawohl, ja. Eine Replik des Original-Postkartensets, was der Originalpressung von Exile on Main Street beilag, aber halt immer fehlt, dummerweise, wenn man sie auf dem Flohmarkt kaufen will. Und dieses Inlay, auch da muss ich sagen, fehlt das Ding tatsächlich öfter mal, wenn man die Platte gebraucht kauft. Ja, schön mit dem Teufel in der Suppe. Ist er am Kochen dran. It's only rock and roll. Black and Blue gibt's. Some Girls. Auch hier mit dem Original Die-Cut Cover. Und auch das Inner Sleeve. Exakt so wie beim Original abgerundet. Mega schön. Emotional Rescue. Tattoo You. Hier auch mit dem roten, mit der roten Folie überzogen. Habe ich tatsächlich im Original noch nie gesehen. Echt schick. Steel Wheels. Und die späteren Alben, die, naja, weil Vinyl da einfach nicht mehr so groß geschrieben wurde, im Original echt schwer zu kriegen sind, zum Teil auch gar nicht zu kriegen sind, wie zum Beispiel Voodoo Lounge, Bridges to Babylon. Da wird es dann wieder leichter, was die Erhältlichkeit angeht. A Bigger Bang. Und last but not least, das letzte Studioalbum, Blue and Lonesome. Und das alles zusammengefasst, kompakt in einer Box, stellt dieses prachtvolle Boxset dar, was es ab sofort zu kaufen gibt. Ich bin hellauf begeistert und muss mal gucken, wo ich eine herkriege. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr nutzt zahlreich die Kommentarfunktion. Falls ihr Ideen habt, Anregungen, Gemotze, was auch immer, auch mal was gut findet, schreibt es unten in die Kommentarfunktion rein und schaltet beim nächsten Mal auch wieder bei You Discover Unboxing ein. Bis bald, macht's gut. Ciao.